Patrick Folletti ist Torwarttrainer der Schweizer Nationalmannschaft. Selbstverständlich war er selbst auch aktiver Torwart in der Schweiz. Seine Karriere hat in Mendrisio gestartet. Du stammst ja auch aus dem Tessin, gell, Patrick? Hat ihn über verschiedene nationale Stationen auch ins Ausland nach England gebracht. Und ja, nachher hast du angeknüpft an deine erfolgreiche Karriere als Torhüter, als Torhütertrainer beim FC Luzern, bei GC und bist jetzt seit 2011 Torwarttrainer der schweizerischen Nationalmannschaft, führst daneben deine Folletti-Kohle-Schule und man kann dich auch als Referenten zu verschiedenen Themen aus Wirtschaft, Sport oder im allgemeinen Leben halt auch buchen. Und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, das ist sehr, sehr inspirierend, was Patrick da zu sagen hat. Ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Gespräch. Ihr habt euch am Dienstag vor einer Woche gegen Bulgarien für die WM in Katar qualifiziert, wir sind mal nachher hier. Herzliche Gratulation. Immer noch am Feiern oder immer noch in Feierlaune, oder wie geht's? Nein, gefeiert haben wir wirklich genug am Montagabend nach dem Spiel. Selbstverständlich, man wird immer wieder angesprochen auf das Spiel, wo wir in Luzern abgeliefert haben, auf die Ambiente und ja, schlussendlich auf die Qualifikation. Von daher wird man immer wieder zurückversetzt in diese Euphorie-Status, wo wir hatten am Montag. Aber das Leben geht weiter und vor allem als Sportler muss man genießen den Moment. Aber ja, kurz darauf muss man wieder fokussieren, neue Ziele. Und von daher, wir freuen uns, aber wir schauen schon vorwärts und denken schon an die Vorbereitungen für Katar. Es geht ja Schlag auf Schlag weiter. Jetzt eine Frage. Ihr habt ja eine erfolgreiche Europameisterschaft gespielt. Also das war so ein bisschen ambivalent. Am Anfang die Kritik und dann der Exploit. Und wurde dann auch gefeiert in dem Sinne. Dann kam der Wechsel von Vladimir Pekovic zu Murat Yakin. Und es ging gleich weiter mit der Qualifikation für die WM. Was glaubst du, was hat es hier ausgemacht, dass hier nicht irgendwo so ein Gap entstanden ist zwischen den beiden Trainern? Was ist hier das Geheimnis, sage ich jetzt mal? Ja, es gibt keine Geheimnisse. Es gibt vielleicht zwei Faktoren, wo entscheidend sind. Das erste, das haben wir gleich nach dem Ausscheiden im Viertelfinale an der Europameisterschaft die Jungs gesagt. Also wenn ihr fähig seid, im September, wenn wir uns wieder treffen, diese Energie wieder in die Mannschaft zu bringen, wo ihr während dem Euro entwickelt habt, weil du hast das angesprochen, also es ist nicht alles rosa-rot gewesen während dem Euro. Wir hatten schwierigen Tage nach dem Niederlage gegen Italien, vor dem entscheidenden Spiel gegen Türkei. Aber dort hat die Mannschaft dank verschiedensten Aktionen, Interventionen, sowohl von Staff-Seite wie auch von der Spielerseite, ja, wirklich etwas Unglaubliches entwickelt. Und vor allem nachher gegen Türkei, wo bereits ein Finalspiel war, und nachher im Achtelfinal, vor allem gegen Frankreich, aber auch im Viertelfinal gegen Spanien, unglaublich umgesetzt. Und deswegen haben wir die Jungs gesagt, wenn ihr in der Lage seid, nach der Ferien, wenn ihr zurückkommt, diese Spirit wieder in die Mannschaft hineinzubringen für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft, das ist schon die halbe Miete. Das ist der erste Faktor. Und die Jungs haben das hingekriegt, das war spürbar. Und der zweite Faktor, wo sehr wichtig ist, ist der neue Trainer. Murat hat geschafft, einiges zu ändern, ohne viel zu ändern. Und das ist eine Kunst. Und das hat er in eine authentische Art und Weise gemacht. Und man muss auch sagen, ohne zu vergleichen, was ist gut, was ist schlecht, nach 7 Jahren mit der gleichen Crew, mit dem gleichen Staff, hat Murat einfach Sauerstoff in die Gruppe hineingebracht. Mhm. Oder er hat, ich habe vor kurzem jemanden so formuliert, es ist wie irgendwo in der Wüste, wo Tausende von Liter Wasser oben runtergeht und plötzlich wachsen Bäume. Und das hat die Gruppe wieder motiviert, wieder belebt oder noch mehr motiviert.
Und selbstverständlich im Sport sind die Resultate eine gute Hilfsmittel nachher, um erfolgreich weiter zu sein. Also der Auftakt gegen Italien, das 0:0, hat sicher geholfen, das weiterzuführen. Aber ein großes Teil von diesem Erfolg ist zurückzuführen, die Art und Weise, wie Muri die Mannschaft übernommen hat und wie er die Mannschaft geführt hat. Okay, also wirklich eine neue Energie, aber nicht alles auf den Kopf gestellt, sondern Neues, Gutes und das Gute, das schon war, halt weiter mit aufgebaut und ausgebaut. So als definitiv. Und das ist ein wichtiger Faktor, wenn etwas Neues kommt oder wenn man etwas verändern will, wie man das macht. Also man kann das radikal machen, indem dass man sagt, ja, jetzt bin ich da, was alles vorher gewesen ist, ist auf gut Deutsch gesagt scheiße und jetzt machen wir, wie ich sage, und das ist wieder richtig oder ist besser. Das hat er eben nicht gemacht. Und das hat er sehr sanft, sehr intelligent, mit einer unglaublichen Feinfühligkeit, aber vor allem mit Selbstbewusstsein, mit Selbstvertrauen, aber mit, wie soll ich das sagen, er ist sich selber. Er hat sich nicht verstellt, er hat nicht irgendetwas gespielt und das lebt er vor der Mannschaft von morgen bis am Abend. Und diese Lockerheit auch, wo er reingebracht hat, diese Selbstverständlichkeit, Selbstvertrauen, hat die Mannschaft unglaublich gespürt und dann auch in den Spielen wieder ergeben. Jetzt ist es ja so, wir haben ja gesehen, also wir haben einen erfolgreichen Sommer erlebt dieses Jahr an der EM und dann ging es in die Qualifikation rein, auch erfolgreich, top, immer gesteigert und dann eben dieses 4:0 gegen Bulgarien. Wenn man jetzt Italien anschaut, die sind Europameister geworden und bangen jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen um die Qualifikation. Und man sieht das ja oft, dass Mannschaften, das sieht man ja auch in der Wirtschaft irgendwo, Teams, erfolgreiche Teams plötzlich so in eine Talsohle reinfallen und dann ganz unverständlich eben Misserfolge passieren. Was denkst du, ist ein erfolgreiches Mittel, dass man eben diese Höhe, diese Flughöhe auch nicht nur erreicht, sondern in einem gewissen Maß auch halten kann, dass es nicht zu diesem Absturz kommt, was ja bei der Nazi nicht der Fall war? Also die Höhe zu erreichen ist nicht schwierig, definitiv. Das kann fast jeder irgendeinisch erreichen. Geplant, gezielt oder per Zufall irgendeinisch an der Spitze zu landen, es ist überhaupt keine große Leistung eigentlich. Die große Leistung, denke ich, im Sport, aber sehr wahrscheinlich auch in der Privatwirtschaft oder in dein eigenes Leben, ist dort zu bleiben, wenn dir gut geht. Und das ist eine große Herausforderung und das ist bedingt planbar. Es gibt so viele Faktoren, externe Faktoren, wo einen Einfluss haben können, dass es plötzlich nicht mehr so ist. Aber wenn du in der Lage bist, also du im Sinn von die Personen, die verantwortlich sind, dass es so bleibt, die müssen wirklich... Wie soll ich das sagen? Also das ist ein bisschen, was ich probiere mit meinen Torhütern. Ich rede vielleicht in Ich-Form, ist einfacher. Wenn du jahrelang mit den gleichen Sportlern arbeitest und erfolgreich bist, damit du weiterhin erfolgreich bleibst, darfst du dich nicht verstellen, aber du darfst nicht immer das Gleiche machen. Darfst du nicht immer, also nicht gleich sein. Eben, verstellen darfst du dich nicht, aber du musst in der Lage sein, neue Reize zu setzen. Du musst in der Lage sein, deine Torhüter, jetzt in meinem Fall, immer wieder zu überraschen, ohne dass du plötzlich eine andere Sportart trainierst. Also das Torwarttraining soll doch Torwarttraining bleiben, aber neue Reize setzen, Überraschungen hineinbringen, Sachen hinterfragen auch, wo jahrelang selbstverständlich waren, wo ja, es hat funktioniert. Also wieso muss ich hinterfragen, soll ich sie weiterhin machen oder nicht? Und gleichzeitig ein bisschen mutig sein. Also das, denke ich, ist auch ein Erfolgsrezept, nicht irgendwie Angst haben, etwas Neues zu machen, neue Reize zu setzen, weil du bis jetzt nicht gemacht hast und eigentlich erfolgreich gewesen bist. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Kunst, diese Mix als sich selber zu bleiben, treu zu bleiben, als Person in erster Linie, aber auch mit der Vision, wo du hast, aber vielleicht andere Wege zu suchen, andere Wege zu finden,
um eben am Ziel zu kommen oder am Ziel zu bleiben, im Sinn, wir sind erfolgreich und wir wollen weiterhin erfolgreich sein. Und das ist die Challenge, das ist die Herausforderung. Mhm. Also quasi aus der Komfortzone des Feierns auch wieder eben mit Reizen rausgehen, also die Leute auch mit Reizen dann wieder zu motivieren, zu aktivieren, halt auch mit dem eigenen Vorleben, auch mit der Authentizität und eben halt dem Mut, wirklich, wie du es sagst, etwas Neues zu probieren, auch wenn man es noch nicht genauso kennt, aber auch mal Neuland zu betreten, ist ja vermutlich auch für dich ein Reiz, nehme ich es dann. Definitiv, es ist immer ein Reiz. Also ich habe jetzt im Bereich Vorbereitung Euro 2020 etwas total neu gemacht und ich bin nicht immer ganz ruhig im Bett gegangen am Abend, weil ich habe wirklich nicht gewusst, es geht auf. Im Nachhinein ist alles super aufgegangen, aber ich habe den Mut gehabt, jetzt in der Vorbereitung gewisse Anpassungen an meine Trainingsreize zu machen, in der Gestaltung des Trainings, und es ist super angekommen und es hat funktioniert. Aber wenn ich den Mut nicht gehabt hätte, klar, jetzt sind wir auf hypothetischer Ebene, weiß es nicht, ob wir oder jetzt spezifisch Jan die Leistungen abrufen könnte, wie sie abgerufen hat. Mhm. Aber dieser Mut ist entscheidend. Also mit einem Plan, nicht der Arikiri irgendetwas machen, auf jeden Fall nicht. Aber einfach Mut, um etwas Neues zu machen, um auch die Motivation, und das ist wichtig von meinem Torhüter, es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, und das habe ich x-mal als Spieler erlebt, wenn du am Morgen auf den Platz kommst, schaust du drüber und denkst so, scheiße, wir machen wieder den gleichen Übung, wo wir gestern und vorgestern gemacht haben. Und das ist die große Herausforderung in der Vorbereitung, immer wieder das Gleiche machen, aber doch anders. Mhm. Mhm. Also irgendwo so diese Grundbasis, die erfolgreiche Grundbasis beibehalten, aber eben mit neuen Themen, neuen Reizen halt irgendwo so auch eine Steigerung irgendwo sicherstellen und eben auch die Motivation hochzuhalten, nehme ich jetzt an so. Definitiv. Das Zauberwort für mich ist dort Variation, variieren. Also ich brauche nicht 1000 verschiedene Übungen. Also heutzutage, oder Idee, spielt keine Rolle, jetzt reden wir vom Fußball, aber heutzutage eine Idee zu bekommen, ist nicht einmal so schwierig. Man kann sich inspirieren lassen, kann man Sachen lesen, kann man im Internet suchen, kann man mit Kollegen sich austauschen, fallen immer wieder Ideen ein. Aber das Problem ist, dass vielleicht eine Idee mit der anderen nicht zusammenpasst. Und das ist das Gleiche in der Vorbereitung von einem Training oder von einem Turnier. Ich darf nicht von links und rechts tausende Übungen oder Ideen zusammenbasteln, sondern ich muss klar eine Idee haben. Aber nachher in der Umsetzung darf ich nicht jeden Tag die gleiche Idee gleich gekocht, verpackt präsentieren, weil irgendwann ist die Spannung weg, ist das Interesse weg und auch die Lernfähigkeit, also ja, die Verbesserung bei den Torhütern ist nicht mehr vorhanden. Und deswegen muss ich variieren. Und das ist ein wichtiger Bestandteil von meiner Arbeit, die gleiche Übung einfach anders verpacken, dass sie nicht das Gefühl haben, wir machen das Gleiche, was wir gestern gemacht haben, aber eigentlich machen sie das. Ja, absolut. Ist es auch für dich in dem, also du hast ja in den letzten Jahren wirklich erfolgreiche Torhüter hervorgebracht, also Jan Sommer, Diego Benaglio, um nur zwei zu nennen, sind auch ganz viele andere auch. Du hast ja bestimmt auch von der Erfahrung her auch irgendwo das Auge dafür, aber was ist denn neben dem, was du jetzt gesagt hast, dein ganz persönliches Warum, deine ganz tiefe Sinnhaftigkeit in dem, was du tust als Goalie-Trainer und auch als Leiterinhaber einer Goalie-Schule? Was treibt dich da an? Ja, man kann eigentlich in einem Wort zusammenfassen und das ist Leidenschaft. Ah, okay. Und ja. Das ist ein Wort, ich als nicht Deutschsprechender oder als einer, der Deutsch vor 20 Jahren lernen müsste, und als Tessiner ist nicht die einfachste Sprache, immer noch. Mhm. Immer noch. Aber ihr habt einen Vorteil in Deutsch. Und wenn ich Leidenschaft nehme, man kann die Wörter trennen. Auf Italienisch kann man nicht. Ein Wort ist ein Wort. Und Leidenschaft ist Leiden und Schaffen. Mhm. Und das heißt alles eigentlich. Also Leidenschaft an sich als ein Wort ist etwas Schöneres, ist etwas Positiveres. Aber wenn ich sie trenne, man sieht genau, was da hinten steht. Also musst du bereit leiden, leiden für das, was du am Machen bist oder für das, was du träumst. Mhm. Und du musst hart schaffen. Mhm. Also eigentlich zwei Sachen, wo nicht auf dem ersten Blick nicht positiv sind, wie Leidenschaft an sich. Und, und das ist mein Antrieb. Ich habe das Glück, wirklich und das Privilegium, dass ich ja, seit ja, mein ganzes Leben eigentlich
machen darf, was ich am liebsten mache. Mhm. Und das treibt mir, ist diese Leidenschaft. Nachher, die Leidenschaft einer für sich reicht nicht, das braucht schon ein bisschen mehr. Und da denke ich, in der Umsetzung, damit er nachher auch ankommt, meine Leidenschaft, es braucht unglaublich, unglaublich viel. In erster Linie denke ich, die Integrität, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Du hast in der Einleitung meine Karriere als Spieler ein bisschen schöner präsentiert, als wirklich sie ist. Also ich habe eine schöne Karriere gehabt als Spieler, aber ich habe nicht irgendwie eine Riesenkarriere gemacht. Und ich denke, wenn ich vergleiche meine Karrieren als Spieler und jetzt meine Karrieren als Trainer, sind auf zwei komplett anderen Ebenen. Aber ich bin fest überzeugt, weil ich diese Integrität schon als Spieler immer gehabt habe. Ich habe meinen Weg gemacht, ich bin mich selber immer geblieben und heute noch, immer noch, es hat mir ermöglicht, jetzt dort zu sein, wo ich bin. Das ist eine wichtigste Voraussetzung. Wenn ich mich verstellt hätte oder irgendwie dein Gesicht gezeigt hätte und dort eine andere, und es war nicht immer ein Vorteil, mein Gesicht oder meine Art und Weise durchzubringen, aber auf die Länge, es hat sicher dazu beigetragen, dass ich heute darf machen, was ich mache. Also Integrität ist für mich am obersten Stelle. Das Zweite, ich muss mich können identifizieren in dem, was ich mache. Weil am Schluss, so blöd wie es tönt, bin ich ein Verkäufer. Bin ich ein Verkäufer gegenüber meinen Goalie. Und wenn ich nicht daran glaube und nicht vollkommen identifiziert bin mit meiner Idee, mit meiner Vision, das Ziel, wo ich möchte gerne erreichen mit Ihnen, das funktioniert überhaupt nicht. Es gibt verschiedene, es sind alle, ich nenne sie die 8 I, also sind alle Wörter, wo mit I anfangen, wo entscheidend sind. Interesse ist auch ganz wichtig. In erster Linie, ich muss weiterhin Interesse haben, ich muss immer die Augen offen haben über einen Austausch, über eine Idee, über eine Kritik, aber auch die Interesse gegenüber meinen Goalies zu zeigen. Heutzutage ist man eine Nummer, du bist Nummer 1, du bist Nummer 2, Nummer 3, und du bist ein Sportler in erster Linie, aber das stimmt überhaupt nicht. In erster Linie sind sie Menschen. Also ich muss Interesse zeigen und ein wahres Interesse. Wer sind sie? Mhm. Machen Sie, wie denken Sie? Und das ist entscheidend, um Sie zu motivieren. Und das ist etwas, wo ich lernen müsste in den Jahren. Ja. Am Anfang habe ich gedacht, um jemanden zu motivieren, muss ich die gleiche, wie soll ich das sagen, die gleiche Werte vermitteln, wo mich motivieren. Und ich müsste feststellen, auch mit zum Teil ein bisschen Traurigkeit, dass es nicht so ist, dass jeder Mensch andere Motivationen hat. Und wenn ich jetzt im Sportbereich das Maximum herausholen, ich muss das der Motivation von meinem Torhüter, und vielleicht ist nicht genau das meine. Ich mache ein ganz vielleicht banales Beispiel. Wenn die Motivation, um besser zu werden, um mehr zu leisten, ist die Möglichkeit, vielleicht später mehr zu verdienen, wo für mich nicht im Vordergrund steht, die finanzielle Angelegenheit, aber für meinen Torhüter oder für meinen Spieler ist das da. Das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Dann muss ich irgendwo auf der Ebene kommunizieren mit ihm, damit er damit die ganze Motivationsprozess in Laufen kommt. Mhm. Wenn ich mit deinen Reden, wie stolz musst du sein, das Trikot von Luzern, von Goetze zu tragen, aber im Endeffekt ist ihm relativ egal, welches Trikot er trägt. Es interessiert ihm das Portemonnaie. Muss ich über das Portemonnaie reden? Zum Teil ernüchternd, aber das war eine wichtige Erkenntnis für mich. Also ich muss meinen gegenüber einen Torhüter oder Person, besser gesagt, kennen. In- und auswendig kennen. Je mehr Infos ich habe, und das ist immer wichtig gewesen für mich, der Mensch kennenzulernen. Mhm. Vielleicht ein Beispiel, wenn ich angefangen habe, vor 10 Jahren, ich habe die Ehre und ich dürfte eine gewisse Diego Benaglio trainieren. Mhm. Er war schon ein Riesenname, deutscher Meister, schon x Jahre in der Nationalmannschaft. Und kommt jetzt der kleine Folletti und er muss ihn trainieren. Und da habe ich gedacht, scheiße, ich kenne Diego überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der Diego Mensch ist. Mhm. Und vor unserem ersten Zusammenzug im März habe ich ihn angerufen und gesagt, es ist okay, wenn ich eine Woche nach Wolfsburg komme, im Januar. Es gibt schönere Monate, um nach Wolfsburg zu gehen.
Und sage, ja, selbstverständlich. Ich habe eine Woche dort oben verbracht. Ich habe alle Trainings zugeschaut. Ich bin mit ihm essen gegangen. Ich habe die Familie kennengelernt. Und da habe ich gemerkt, okay, erstens ist sehr gut angekommen bei ihm, dass ein Trainer jetzt eine Woche lang in Wolfsburg ja, verbringt. Aber vor allem für mich und für ihn, wir haben uns kennengelernt. Und dann könnten wir im März das erste Mal auf dem Platz auch auf einer anderen Ebene funktionieren. Also Interesse für das Individuum ist sehr, 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 sehr wichtig. Mhm. Und ja, und nachher, du brauchst doch ein bisschen Verrücktheit, sprich Inspiration. Du musst irgendwie auf dem Momentum und das spüre ich jetzt, habe ich Inspiration und mache ich etwas und oft stehe ich vor dem Computer und denke ich und denke ich und denke ich und es kommt einfach, der gute Übung kommt nicht. Mhm. Und dann lasse ich sein, ich mache irgendetwas anderes und plötzlich in der dümmsten Moment, weil ich am etwas anderes machen bin, kommt die Inspiration. Aber das ist wichtig, wenn diese Inspiration irgendein ist, nicht mehr vorhanden ist, wird schwierig nachher dieses Prozess zu machen und es wird schwierig nachher ja, das übergeben an dein Torhüter. Mhm. Am Schluss ist die letzte I, musst du fähig sein zum Interagieren. Früher sind wir allein gestellt, die Torhüter. Torhüter-Trainer sowieso ist der, wo irgendwo in einer Ecke steht. Und heute ist es so komplex geworden, ein Staff ist riesig geworden, musst du wirklich fähig sein, mit allen Beteiligten zu interagieren. Es ist nicht mehr eine One-Man-Show. Mhm. Aber am Schluss, um diese 8 I, ist immer die Person, der Mensch, der Torhüter im Vordergrund. Und so versuche ich, mit meiner Leidenschaft ja, das überzubringen, umsetzen auf dem Platz oder neben dem Platz. Das ist ein bisschen mein Rezept. Mhm. Sag sie noch einmal, die 8 I's für alle, die jetzt zugehört haben. Jeden Punkt also Integrität, ja. Identifikation, Interesse, Individuum, Intensität, Initiative, Inspiration, Interaktion. Das könnte man ja auch für die Wirtschaft genauso 1:1 adaptieren. Also jedermann, der führt und anführt, diese 8 I sich als auf die Fahne schreiben kann. Absolut. In jedem Fall, definitiv. Also ich erlebe immer wieder in meinem privaten Umfeld, wenn ich mit Kollegen, Freunden, Bekannten, wo in der Privatwirtschaft tätig sind, und ich kenne eigentlich nur ja, die Welt des Sports, mhm, und wenn wir uns unterhalten, ich stelle am Schluss genau die gleichen Prozesse, genau die gleiche Problematik, genau die gleiche Herausforderung. Vielleicht im Fußball ist es zum Teil extremer, weil es ist viel schnelllebiger. Heute ist es so, 2 Stunden später könnte total anders sein, aber die Grundsätze sind genau die gleichen. Absolut. Es ist ja, was auch immer interessant ist, sieht man ja auch in der Wirtschaft, wir erleben ja einen sogenannten Generationenkonflikt auch. Also die Babyboomer, Generation X und dann kommen die Jüngeren. Du bist, glaube ich, auch Generation X, gell? So, du bist ja, vor. Genau. Und Generation Y und Z sind ja dann schon die, die sehr im digitalen Leben angekommen sind. Wir sind da reingewachsen, wir beiden als Generation X. Du bist ja, und das sieht man, du bist ja in sehr starker und intensiver Verbindung auch mit diesen jungen Spielern. Und man sieht ja auch, dass, also von außen betrachtet, nehme ich das wirklich als echt wahr, diese Verbindung und so weiter. Und da scheint auch ein Generationenkonflikt überhaupt nicht zu bestehen. Hat das auch mit deinen 8 I's zu tun? Oder ist es einfach auch deine Art, halt die Menschen so zu nehmen, wie sie sind und das Beste herauszuholen? Ja, es ist ein Mix. Erstens, ich habe das Glück mit meinem Job, dass ich werde immer älter und ich habe trotzdem immer mit jüngeren Leuten zu tun. Mhm. Und ich habe eine große Spannbreite von jungen Leuten. Also ich habe ganz junge Leute. Also wenn ich auf dem Platz bin mit einem 14-Jährigen, ich möchte gerne Nationalspieler, U15, irgendwo in einem Stützpunkttraining. Es ist nicht genau das Gleiche, wenn ich jetzt auf dem Platz bin mit Jan Sommer. Mhm. Aber Jan Sommer ist immer noch 15 Jahre jünger als ich. Und von daher, ich habe diese Spannbreite von jungen Leuten, wo mich ja, mit der Zeit sehr wahrscheinlich auch jung behalten irgendwie. Und du kommst auch in Berührung mit Sachen, wo vielleicht in der Alltag, wenn ich diese Berührungspunkte nicht hätte, überhaupt nicht interessieren. Und dann lernst du vielleicht nicht ganz umgehen, weil gewisse Sachen sind weit weg für mich, aber du kommst trotzdem in Berührung.
Und dann spürst du die Wichtigkeit für einen oder für den anderen, für gewisse ja, Medien, also reden wir von Social Medien oder wie sie sich den Tag gestalten, setzt du dich auseinander. Und dann entscheidend ist für mich im Bereich Kommunikation, also wie kommuniziere. Also es ist spannend, wenn ich denke, wie ich kommuniziere mit den verschiedensten Torhütern, nur von der A-Nationalmannschaft. Es gibt Torhüter, wo ich stundenlang am Telefon bin. Zum Teil machen wir sogar FaceTime, also wir sehen uns auch, oder? Es ist eine One-to-One-Interaktion, wie wenn ich würde fast einen Kaffee trinken mit ihm. Andere ist nur schriftlich per WhatsApp, andere ist nur Sprachnachrichten, whatever. Und da müsste ich auch selber lernen, dass Kommunikation A, B und C ist nicht gut, schlecht, mittel, sondern sind alle gut. Ich bevorzuge schon, wenn ich könnte mit einer unter vier Augen und mit einer Tasse Kaffee live zu reden. Aber es ist nicht immer möglich. Okay, ich kann FaceTime machen, aber wenn für den anderen stimmt und es reicht, ein WhatsApp und zum Teil wirklich sehr kurz und bündig. Ich müsste auch lernen, dass es gut ist. Also für ihn stimmt es das. Ich kann platzieren, was ich will, platzieren. Ich bekomme die Informationen, wo ich will. Und das ist ein wichtiger Prozess, um diese Generationen umzugehen. Dass ich nicht irgendwie einfach mein Bild im Kopf habe und so muss es sein, sondern ich müsste immer, und das passiert jedes Mal, neu lernen, ja, wie komme ich an ihm heran. Weil das ist mein Ziel als Trainer. Ich muss an ihm herankommen. Sonst das Interesse, oder? Bin ich tot, bevor ich angefangen habe. Aber wie komme ich ihm ran? Oder eine andere Herausforderung, wie viel Kommunikations braucht, wie viel Nähe braucht, wie viel Distanz. Am Anfang hatte ich auch das Gefühl, vor 15 Jahren, wenn ich angefangen habe, ich muss der beste Freund von meinem Sportler sein. Und wenn ich nicht mit diesem Gefühl nach Hause gegangen bin, es ist mir dreckig gegangen. Sag ich, er hat mir überhaupt nicht gern. Ja, heute ist nicht gut gewesen. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, eine braucht diese Nähe, diese Liebe, diese Wärme. Eine andere, wenn du das machst, kann er nicht leisten. Meine primäre Aufgabe ist, alles möglich daran schaffen, die Rahmenbedingungen schaffen, dass er leisten kann, dass er am Wochenende die Bälle hält, auf Deutsch gesagt, oder? Und das ist eine große Herausforderung mit der neuen Generation, weil die ticken komplett anders, als was ich ticke, den Weg zu finden und vor allem dich als Trainer nicht im Vordergrund zu stellen, überhaupt nicht, sondern was braucht er? Und ich muss in der Lage sein, auch wenn immer wieder eine Herausforderung ist, das so zu machen und so zu funktionieren, vor allem im Bereich Kommunikation, dass er leisten kann. Und nicht, ich muss nicht mehr leisten. Er steht im Tor, nicht ich. Also, dass du eben die wichtige Person in deiner Arbeit auch kennst, nämlich den Spieler, den Goalie, und dich eben dann mit dem Interesse, das du ja auch gesagt hast, eben dann in Verbindung auch gehen kannst. Und ich kann mir vorstellen, das ist bestimmt auch so eine gewisse spannende Herausforderung auch, dass du mal Vater bist, mal großer Bruder, mal Freund, mal irgendwo fast schon Peer und so weiter. Also das ist bestimmt auch ein zusätzlicher spannender Reiz, den du hier hast, mit diesen x verschiedenen... Es ist am Schluss, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist am Schluss das Schönste an die ganze Geschichte. Das heißt, plakativ gesagt, eine Übung zu kreieren, eine Übung zu leiten, ein Training zu gestalten, das ist schön. Es ist immer der schönste Moment, wenn wir auf dem Platz sind. Aber was spannend ist, ist nachher das Coaching. Die Übung an sich, da kann jeder eine gute Übung kreieren und irgendeine passen auch drei Übungen zusammen und das ist ein gutes Training. Also das ist nicht die große Herausforderung. Was spannend ist, ist das Coaching. Und das Coaching spricht die verschiedene Persönlichkeit. Ich habe drei Torhüter in der Gruppe, wenn ich an der Euro bin. Ich habe Nummer 1, wo sowieso gut drauf, weil er spielt. Ich habe Nummer 2, wo halb gut drauf, weil er könnte allefalls spielen. Ich habe Nummer 3, wo von Anfang weiß, ich werde keine Minute spielen. Also nur diese Voraussetzungen im Bereich Coaching für mich sind eine große Herausforderung, weil ich muss am Schluss doch anders umgehen, doch anders kommunizieren, doch anders auch korrigieren mit einer anderen Art und Weise, sehr wahrscheinlich der Nummer 1, der Nummer 2 und der Nummer 3. Und das ist das Spannendste am Ganzen. Nachher hast du Tagesform,
von meinen Torhütern. Nachher hast du Tagesereignisse, wo auch einen großen Einfluss haben. Und heutzutage, die Tagesereignisse sind nicht einmal pro Tag, wenn du am Morgen Zeitung liest, sondern ist jede Stunde kommt etwas Neues über Social Media, über News und diesen und jenen. Das ist viel schneller geworden und das bringt immer Veränderung. Und du musst immer bereit sein, zu können reagieren, damit du alle abfangen kannst und richtig coachen kannst. Und deswegen, manchmal bist du wirklich der beste Freund, manchmal bist du der größte Feind. Also du spielst unglaublich. Und ab und zu spielst du im Sinn, dass du musst fähig sein, reagieren, was jetzt vorkommt. Aber ich mache das auch bewusst. Also ich spiele diese, ich arbeite stark mit diesen Coachen auch bewusst. Also ich nehme mir zum Teil vor, ich habe einen Assistent, wo mir hilft. Und wenn ich heute, wieso auch immer, anhand von meiner Wahrnehmung sage, heute spiele ich der Böse. Heute, ich gehe auf den Platz und ich bin der Arschloch, auf Deutsch gesagt. Aber ich tue meinen Assistenz vorwarnen, nicht, dass er plötzlich einfach überall schaut und sagt, du, was ist los mit dir? Ist eigentlich alles gut. Aber es gibt Momente in eine Vorbereitung, wo auch bewusst und proaktiv dieses Coaching-Tusch verändert, um etwas zu provozieren. Und am Schluss, du hast das formuliert, ja, es ist eine große Aufgabe, ist die Aufgabe, die am meisten Kraft kostet. Also nach einem Turnier, ich merke immer nach 5, 6 Wochen, wo es sehr intensiv ist, wenn ich nach Hause komme, ich bin einfach leer. Aber ich bin nicht leer, weil ich wenig geschlafen habe und viel auf dem Platz stand, körperlich leer. Bist du wirklich da leer und bist du da leer? Weil du gibst alles auf dieser Ebene und auf dem Level, wo die Jungs spielen, das ist Intensität mal tausig. Das ist sehr intensiv, aber ist das Schönste. Das ist die Droge deines Schaffens vermutlich. Sehr wahrscheinlich kann man so sagen, ja, definitiv. Also einen guten Punkt, den du angesprochen hast, die Intensität. Ja, der Feldspieler ist ja immer in Bewegung, 90 Minuten, kann man so sagen. Jetzt beim Torhüter ist es ja so, der steht im Tor und je nachdem, in welche Richtung das Spiel läuft, wenn er bei der stärkeren Mannschaft ist, dann kann es ja sein, dass er relativ lange nichts zu tun hat, sage ich jetzt mal. Wie stellst du jetzt sicher, also es geht ja um das Thema Fokus, das ja auch für die Wirtschaft interessant ist, wie stellst du sicher, dass der seinen Fokus behält, auch wenn er so mal 20, 25 Minuten einfach nichts zu tun hat, dass er in dem Moment, wo er dann eben muss, voll da ist? Wie stellst du das sicher? Also es gibt verschiedene Wege, vielleicht muss man vorneweg sagen und präzisieren, ich kenne keinen Torhüter auf dieser Welt, wo 25 Minuten nichts zu tun hat. Ein Torhüter hat immer war ein bisschen zu viel. Okay. hat immer etwas zu tun. Aber wir kommen auf das zurück. Klammer zu. Also in erster Linie im Training. Das ist ein Klassiker als Trainer, seit man hofft vor dem Spiel, Jungs, heute konzentriert. Ich will euch konzentriert, 90 Minuten konzentriert haben auf dem Platz, oder? Nice to have, schön gesagt. Und dann denkst du, ja, wo sollen sie lernen, 90 Minuten konzentriert zu sein? Also das heißt, für mich als Torhüter, weil eben die Aktionen, wo ein Torhüter bewältigen muss, sind vielleicht weniger häufig als ein Feldspieler, spielt noch eine größere Rolle, die Konzentration. Die Tatsache, dass wenn der Torhüter einen Fehler macht, meistens ist es ein Tor, ja, zeigt uns, wie wichtig diese Konzentration ist. Und das hole ich im Training. Das ist die Intensität des Trainings. Aber da muss ich immer aufpassen, jetzt sind vielleicht weniger Goalie-Trainer, wo dein Podcast zuhören werden, aber beim Goalie-Trainer, wenn ich von Intensität rede, denken alle, ich muss von links nach rechts springen, bis die Zunge am Boden ist. Und das ist überhaupt nicht so. Also die Trainings sind so gestaltet, dass die Intensität sehr hoch ist, anhand vom Schwierigkeitsgrad von der Übung, anhand von wie viele kognitive Reize ich setze, wie ich die Übung zusammenstellen. Oder ich mache ein Beispiel bei jüngeren Torhütern. Ich kann kommen und dir ganz gemütlich erklären, okay, du spielst den Ball von A nach B. Das ist die Übung. Ganz einfach, spielen Sie den Ball von A nach B. Wenn ich aber komme vor dem Training und sage am Torhüter 1, du spielst 3 Bälle so zum B, B geht zum C, C spielt nachher 3 Bälle zum A und nachher rotiert dir die Positionen. Alle. Los. Wenn du arbeitest mit 3 Goalie, die nie so gearbeitet haben, also 3 Jungs, die mit dem Mund offen und großen Augen schauen, sie Trainer, was soll ich machen? Und das ist nur die Gestaltung, oder? Wie viel Komplexität im Training und nachher komme ich wieder zurück auf den Coaching.
Entscheidend ist, wie ich coache. Ich kann die Intensität vom Training höher, sprich, ich habe eine andere Konzentrationslevel, in dem, dass ich eine Art und Weise coache oder eben nicht. Das ist die Voraussetzung. Im Training muss ich meine Jungs gewöhnen, diese Konzentration immer 100% zu behalten. Mhm. Wichtig ist, und das ist eine Herausforderung, dass ich zwischen Spannung und Entspannung arbeiten kann, weil, das hast du richtig gesagt, eben, ich bin nicht 90 Minuten da oben am irgendetwas machen. Mhm. Aber die Konzentration ist immer 100%. Aber sie müssen fähig sein, on-off nenne ich das. Also die müssen am richtigen Moment den Knopf drücken zum on sein, in Aktion agieren, reagieren dementsprechend. Aber sie dürfen nicht 90 Minuten on sein. Das ist nicht machbar. Du bist kaputt am Ende. Mhm. Die Konzentration ist trotzdem hoch, aber gehst du irgendwie in Standby-Modus. Aber bist du auf dem Radar? Und die Konzentration ist da. Im Spiel schlussendlich, es gibt verschiedene Wege, um diese Konzentration auch aufrechtzuerhalten. Andererseits eine der wichtigsten Aufgaben der Torhüter ist die Organisation. Mhm. So jetzt mit einem Stadion mit 50.000 Zuschauern, das ist schwierig, das wahrzunehmen. Aber ein Torhüter redet 90 Minuten lang. Es ist ständig am Reden. In der Defensive, in der Organisation, wenn wir angreifen, in der präventive Verteidigung nennen wir das. Wie stelle ich meine Verteidiger im Fall, dass wir einen Ball verlieren? Das ist eine. Und das andere ist, jeder entwickelt seine Strategie, indem mit dem Augen immer auf dem Ball bleibt, zum Beispiel. Das ist das Einfachste. Mhm. Also nicht plötzlich irgendwo Zuschauer schauen, wo sitzt meine Freundin und meine Familie und winke ich schnell, so ein bisschen blöd gesagt. Mhm. Aber das ist entscheidend. Es ist sehr schwierig. Und das ist schwierig oder noch schwieriger, weil die Konzentration zu behalten, es ist abhängig von der Emotionen. Mhm. Und kannst du dich vorstellen, je nach Spielverlauf, je nach Voraktionen von deinem Torhüter, hat eine gute Parade oder hat vielleicht einen Ball zwischen die Beine bekommen und der muss noch 90, 80 Minuten spielen. Es gibt Einfluss vom Gegner, vom Zuschauer. Also mit diesen Emotionen umzugehen, ich nenne das Verwaltung der Emotionen. Mhm. Also wenn du in der Lage bist, diese Emotionen, positive wie negative, zu verwalten, bleibt dein Konzentrationsspiegel auf eine gewisse Level, wenn nicht, gehst du runter. Also es sind verschiedene Faktoren, wo eine Rolle spielen, diese Konzentrationsspiegel zu haben, zu erhalten, weil das ist die Voraussetzung, zum richtigen Moment nachher den richtigen Entscheid zu treffen. Absolut. Also nicht einfach permanent aufgezwungene Hochspannung, nein, und quasi total exhausted aus dem Spiel rausgehen, sondern eben Verwaltung der Emotionen, hast du gesagt. Habe ich richtig verstanden? Korrekt. Genau, dass man das in dem Sinne dann auch so abholt. Was für eine Rolle spielt hier auch mentales Training oder die mentale Stärke? Groß ist der Entscheidende. Ja. Also heutzutage, wenn wir vergleichen auf höchstem Niveau Torhüter auf verschiedenste Länder oder ich nehme meine 5, 6 Kandidaten von der A-Nationalmannschaft im technischen, taktischen, konditionellen Bereich, sind alle etwa gleich auf ein hohes Level. Es gibt kleine Unterschiede. Den Unterschied heutzutage zwischen einem guten und einem Top-Torhüter ist die mentale Verfassung, ist die mentale Stärke. Mhm. Weil einmal gut spielen, kriegt er das dritte Liga-Torhüter auch hin. Mhm. Also ich mache eine Wette und das habe ich gemacht, wenn ich jung war und erste Liga gespielt habe. Ich habe am Fernseher die Spiele geschaut, da habe ich gedacht, das kann ich auch. Mhm. Das mache ich jedes Wochenende mit FC Mendrisio. Die Parade habe ich auch gemacht, oder? Also eines zu machen, es ist nicht schwierig. Mhm. Und es ist ein großer Unterschied, die Parade zu machen in Mendrisio, in der ersten Liga-Stadion mit 100 Zuschauern oder irgendwo in San Siro mit 80.000 Zuschauern. Und es ist noch eine andere Ebene, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch. Also immer wieder das zu machen. Mhm. Und das ist gewaltig. Und das kannst du nur. Und das sind die Top-Torhüter, wo diese mentale Stärken haben. Und die Top-Torhüter heutzutage arbeiten alle mit einem Mentalcoach. Mhm. Also das ist etwas, wo heute nicht mehr allein zu bewältigen ist. Du brauchst eine professionelle Unterstützung. Jemand, wo meistens ist es gut, wenn außerhalb von der Organisation ist, weil da kannst du wirklich frei reden, wo dich unterstützt und begleitet, um dieses ganze Druck zu verwalten.
Und das ist eine verdammte Drucke, wo wir uns kaum vorstellen können, was die Jungs müssen aushalten. Ja, es ist ja auch eben, ja, eigentlich, wenn man sich vorstellt, ist auch der externe Druck, der mediale Druck und so weiter und dann halt eben auch die Erwartung ja, des Publikums, aber auch die eigenen Erwartungen und so weiter, da ist ja auch immer sehr viel dran geknüpft. Also kann man ja fast sagen, so diese verschiedenen Druckstellen, die da auf die eigentlich jungen Spieler zukommen, die sind ja zum Teil vergleichbar mit jenen eines Wirtschaftskapitäns, der schon ein arrivierter Geschäftsmann ist, der muss ja auch mit Medien, Stakeholder-Ansprüchen sich rumschlagen. Und das muss eigentlich schon eine große Belastung auch sein. Also eben, ich nehme jetzt nur die Parallelen des Drucks, nicht des Inhalts, oder? Ja. Das musst du dann auch mitverwalten, dass die irgendwo ihre Leistung dann auch immer wieder abholen können und dann auch nicht unter dem Druck zusammenbrechen. Definitiv. Und vielleicht jetzt sind wir schon im Worst-Case-Szenario, ne? Wir zusammenbrechen anhand von diesem Druck, aber bleiben wir vielleicht positiv, dass dieser Wirtschaftskapitän mit diesem gesamten Druck, wo er hat, wo auch von überall kommt, intern, extern, von der eigenen Mitarbeiter, vom Verwaltungsrat, whatever, dass er weiterhin gute Entscheidungen kann treffen, weil ein guter Wirtschaftskapitän lebt von guten oder weniger guten Entscheidungen. Und das ist wieder der gemeinsame Nenner. Das ist der Unterschied zwischen einem guten und einem Top-Goalie. Ein Top-Goalie trifft eher gute Entscheidungen. Und das ist das Gleiche. Aber du kannst nur gute Entscheidungen treffen, ob du jetzt Torhüter bist oder Wirtschaftskapitän oder eine Firma führst, kannst du nur gute Entscheidungen treffen, wenn diese mentale Stärke hast, wenn diese mentale Ausgeglichenheit hast. Also von daher, Eis zu Eis, und ich kenne mich zu wenig aus in der Wirtschaft, ehrlich gesagt, aber ich vermute, dass auch in den letzten Jahren immer mehr Leute, wo solche Positionen haben, sich begleiten lassen in dem Bereich, um eben das Ganze bewältigen zu können. Du musst auch nicht vergessen, und kannst du mir vielleicht das bestätigen oder eben nicht, auf dem Level, wo du bist jetzt, ob ein Top-Spieler bist oder ein Top-Wirtschaftskapitän bist, hast du immer weniger Austauschmöglichkeiten, immer weniger Orte, wo du das Ventil kannst einfach loslassen, weil gewisse Sachen kannst du mit niemandem sprechen. Absolut. Und vielleicht höchstens und zum Teil nicht einmal mit deiner Frau. Also dann bist du mit dich selber, wo das ganze Druck muss verwalten. Und das Gefahr ist schon, dass du am Schluss explodierst. Und deswegen, wenn du diese Person hast, wo extern ist, ist aber vertraut, ist ein Profi, erstens kannst du den Sack leeren. Das ist schon ein großes Teil. Einfach use. Den ganzen Druck. Und nachher bekommst du sehr wahrscheinlich auch einen oder anderen Tipp, wie du das besser machen kannst, wie du das Ganze kannst verwalten. Also wenn so ist, bin ich froh, und wenn nicht so ist, empfehlenswert für alle Wirtschaftskapitäne, also auf diesem Weg zu gehen, weil irgendein geht nicht mehr. Nein, ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Also ich habe auch das Glück, oder ich darf auch mit einigen Menschen auf Executive-Stufe arbeiten, und es ist so, du hast es richtig gesagt, es ist ab einer gewissen Position eine einsame Welt, die man eben immer weniger und weniger teilen kann, eben auch darf aufgrund von Regulatorien, und dann irgendwo eine neutrale Stelle zu haben, wo man eben, wie du sagst, mal einfach das Ganze ausleeren kann, ohne dass da bereits auch schon große Reaktionen kommen, das ist schon einmal ein ganz wichtiger Faktor, und dann eben gemeinsam halt zu schauen, wo dass man wieder eine Lösung findet oder wie man den Kurs auch findet, den Kurs beibehält oder halt wieder auf Kurs kommt, das ist dann das Nächste. Aber also es geht mir ja selbst auch so. Ich meine, ich coache selbst, ich lasse mich auch coachen. Ich nehme an, du lässt dich auch mal hin wieder coachen. Und ich sage auch immer, ein guter Coach, ein guter Trainer, der lässt sich ja auch immer wieder selber coachen und trainieren. Kannst du das auch bestätigen? Definitiv. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ja, in dieser Position, wenn du Coach bist, bist du immer am Produzieren, bist immer am Geben. Aber irgendwann musst du auch wieder tanken können oder in welcher Form auch immer. Und das ist ganz wichtig, weil sonst kannst du nachher nicht mehr das machen oder in diese Qualität machen, wie eigentlich dich wünschst. Also
es ist am Schluss doch ein Geben und Nehmen und es ist wichtig, dass wir auch ab und zu nicht vergessen und da bin ich der Erste. Immer wieder, wo das vergisst, muss ich auch zugeben, dass ich sage, stopp, jetzt muss ich wieder danke und nachher kann ich wieder etwas ausschenken. Aber es ist entscheidend und wichtig, definitiv. Genau. Machen wir einmal einen kurzen Zeitsprung und auch so einen kurzen, so jetzt sagen wir, Perspektivenwechsel vielleicht. Denken wir mal nach vorne. Patrick Folletti ist nicht mehr Torwart-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Er geht in die Wirtschaft. Uff. Und er führt auch da ein Team oder eine Unternehmung. Wie sieht das aus, Patrick Folletti, mit seiner Erfahrung, seiner großen Erfahrung, wenn er dann in der Wirtschaft draußen ein Team oder eine Unternehmung führen würde? Was würdest du da machen? Jetzt bin ich fast sprachlos. Ich habe mir nie so etwas vorgestellt. Also so aus die Schnelle kann ich dir nicht beantworten. Aber ich glaube... Sag mir so, was würdest du übernehmen aus deiner Erfahrung? Vielleicht wichtiger noch. Also welche Firma oder welche Bereich? Nein, also du, was von deinen Erfahrungen, deiner Lebenserfahrung, aber auch Arbeitserfahrung, was würdest du mit übernehmen dann in diese Tätigkeit in der Wirtschaft? So? Okay, ja, ich denke, ich werde sicher meine 8i 1:1 mitnehmen und versuchen in eine totale Welt, wo ich nicht kenne, auch umsetzen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Wenn ich in eine Führungsposition sollte sein, glaube ich, dass das Allerwichtigste, ich wünsche mich, dass wenn es so einmal so weit kommt, dass ich meine Mitarbeiter nicht nur in die Augen schauen kann, sondern dass jeder sich auch gut fühlt und er mich in die Augen schauen kann. Was heißt das? Es ist nicht nur physisch, sondern dass ich liebe Mitarbeiter, wo proaktiv sind. Mhm. Also ich glaube, ich wäre nicht ein Chef, wo würde kommen und sage, nein, 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 nein. Oder ich habe lieber, wenn ich ein Mitarbeiter kommt und macht mehr, proaktiv, er hat Ideen, bringt Sachen und muss ich sagen, okay, geil, das machen wir. Das ist jetzt bis ein bisschen zu weit gegangen, aber das ist kein Problem. Als der Mitarbeiter, wo du musst immer pushen und du musst sagen, könntest du bitten. Also ich schaffe gerne mit Leuten, wo proaktiv sind, wo mitdenken, immer am Ziel, wo wir haben, selbstverständlich. Und Loyalität ist mir unglaublich wichtig. Also die muss ich zuerst als Chef aussprechen oder zeigen. Und erwarte ich auch von meinen Mitarbeitern. Ich denke, wenn ich authentisch bin, loyal bin und lasse meine Mitarbeiter entfalten, keine Ahnung, glaube ich, das würde schon reichen für das erste Stelle jetzt, oder? Also das würde ich jetzt von meiner Erfahrung als Unternehmer absolut unterstreichen, weil das sind genau die Punkte, wo du dann eben mit dem Mensch in Resonanz, in Verbindung gehst und dann eben die Leistung abholst. Und denke, gerade als Führungskraft geht es darum, nicht, dass man alles weiß und alles kann, sondern dass man weiß, wo man die mit dem Wissen holt und sie dann eben auch motiviert auf Augenhöhe und eben mit Loyalität und mit einem gemeinsamen Zusammen halt auch zu Erfolgen führen kann. Also ich bin gespannt, ob das einmal wahr wird. Patrick, ganz herzlichen Dank. Es war unglaublich spannend, einmal mehr und unterhaltsam mit dir zu sprechen. Wir hatten ja schon ein paar Mal die Gelegenheit, ist immer wieder toll. Das letzte Wort, bevor wir uns verabschieden, gehört dir. Was gibst du den Menschen, die jetzt dieses Interview, dieses Gespräch mitgehört haben, was möchtest du denen noch mitgeben? Ja, ich hoffe, dass auf eine sehr einfache Art und Weise, auf das Sinnerdeutsch, euch irgendwie inspiriert haben. Ich habe überhaupt nichts Neues erzählt, aber vielleicht aus einer Welt, wo man immer über die Medien und über Fernsehen erlebt, dass ich euch ein paar Einblicke gegeben habe von meiner Arbeit und dass ich mit meiner Leidenschaft, wo ich nach all den Jahren immer wieder unglaublich stark spüre, euch motiviere oder motiviert habe in eure Tätigkeit. Also dass, wenn ich das erreicht habe in dieses coole Gespräch, und ich bedanke mich bei dir, Sascha, wenn ich das erreicht habe, da habe ich das Ziel erreicht und bin ich happy. Das sind wir bestimmt auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall happy. Ganz herzlichen Dank nochmal. Ich werde in den Shownotes selbstverständlich auch
den Link dann zu der Folletti-Goli-Schule natürlich mit reinnehmen, wenn ihr einen Junior habt oder auch eine Juniorin vielleicht mal, wo ihr sagt, das wäre was, dann habt ihr auch die Koordinaten von Patrick. Hier kann man ihn auch buchen als Referent. Ihr habt jetzt gesehen in dieser Zeit, ihr werdet einen inspirierten und leidenschaftlichen Sprecher haben. Ich freue mich darauf, auch eben, wenn wir uns wieder mal austauschen. In der Zwischenzeit, lieber Patrick, viel Erfolg bei all deinen weiteren Aktivitäten. Geht es mal ganz weit, viel Erfolg für 2022. Danke. Und alles, alles Gute und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Austausch. Danke dir und sehr gern geschehen. Tschüss.